Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder einen veganen Food Haul für euch, und zwar ein XL Food Haul, ein Wocheneinkauf von Penny. Ich fange gleich mal mit den Tiefkühlsachen an, dass ich für den Fall, dass der Food Haul länger dauert, die dann wegpacken kann. Und zwar haben wir einen neuen Kühlschrank. Vielleicht habt ihr schon die Vlogs gesehen. Und ja, da haben wir jetzt sehr viel Stauraum im Tiefkühlfach, was wir vorher nicht hatten. Und da haben wir jetzt ein paar Dinge mitgenommen. Ich habe jetzt hier, was heißt ein paar Dinge, es sind nur drei Dinge, aber immerhin. Und zwar eine Packung Pommes, die Wellenpommes hier von der Penny Eigenmarke Gustoria. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe Wellenpommes. Schreibt es mir mal in die Kommentare, mögt ihr lieber die French Fries? Das sind ja ganz normalen länglichen. Oder es gibt ja auch so Steakhouse-Pommes, die sind ja dann so dicker, aber auch länglich. Oder mögt ihr auch diese Wellenpommes? Ich liebe die Wellenpommes. Und ja, deswegen mussten die mit. Ein Kilo ist da drin, also 1000 Gramm. Dann habe ich, passenderweise zu den Pommes noch von Food for Future, der Penny Eigenmarke, diese veganen Nuggets mitgenommen. Also Chicken Nuggets, vegan. Und die schmecken auch wirklich, also die schmecken wie echte Chicken Nuggets. Ja, könnt ihr mir glauben, müsst ihr unbedingt ausprobieren. Die sind auf Basis von, ja, Pflanzenproteinen, ne? Was sind da jetzt alles drin? Genau, auf Erbsen, also Weizen, Erbsen und Ackerbohnenprotein. Ackerbohnenprotein, also so fertige Ersatzprodukte, fleischmäßig zum Grillen zum Beispiel, sage ich mal, wo Ackerbohnen, also was auf Ackerbohnenproteinbasis ist, habe ich jetzt schon mehrere Sachen ausprobiert in den vergangenen Jahren, mag ich alles nicht. Also ich muss sagen, Ackerbohnenprotein, ich weiß nicht, das schmeckt ganz, ganz komisch. Ich bin dann immer so eher auf Erbsenbasis, also die Erbsen oder Weizen. Weizen oder Erbsenbasis ist in Ordnung vom Geschmack, schmeckt auch meistens sehr lecker. Aber Ackerbohnenprotein geht gar nicht, aber hier jetzt so in diesen Nuggets schmeckt man das nicht raus. Also hier ist das in Ordnung, deswegen ich bin sehr froh drüber, und ist ja auch gemischt mit Erbsenprotein und so, ne? Und ich kann euch die nur empfehlen, die sind wirklich sehr lecker und preislich. Also ihr habt den Preis ja jetzt gesehen oder er ist immer noch eingeblendet. Da ist so viel drin, ich kann es euch mal zeigen. Das sind, wie viel sind denn das jetzt hier? 300 Gramm. 300 Gramm für diesen Preis. Und schaut mal, also da ist schon ordentlich drin. Das sind 2, 4, 6, 8, 12. Also 12 Nuggets. Ja, 12 Nuggets. Und dazu, zu den 12 Nuggets, sind auch noch 2 Sweet Chili Dips dabei. Schaut mal. 2 Sweet Chili Dips. Die gebe ich einfach in den Kühlschrank jetzt. Also das kommt ins Tiefkühlfach. Und das ja, sollte man auf jeden Fall im Kühlschrank aufbewahren, weil das wird gar nicht so schnell warm dann, wenn man die jetzt hier im Ofen, oder ich mache die im Airfryer einfach. Also ich gebe die einfach im Airfryer bei 200 Grad so 10 Minuten. Ja, glaube ich, habe ich so im Kopf jetzt. Und ja, manchmal habe ich Lust auf solche Dinger, oder die sind auch sehr gut, wenn man die macht, für ein Wrap. Also einfach nur so ein Tortilla-Wrap, schön bestreichen mit einer Creme, Frischkäse, die Dinger drauf, Salat, Zwiebel, was auch immer. Oder eben zu den Pommes, wenn man mal Lust drauf hat. Ne? Ja, dann so auf Fast Food. Dann von Taste of Asia ist auch die Penny Eigenmarke, die Frühlingsrollen. Und zwar die Mini-Frühlingsrollen, weil nur die Mini-Frühlingsrollen sind vegan. Ich hatte von Penny auch schon die normalen Frühlingsrollen, die haben auch diese normalen großen. Da steht aber vegetarisch drauf. Die hatte ich dann auch mal mitgenommen, weil ich davon ausgegangen bin, dass die vegan sind. Leider ist da Hühnereiweiß drin, Milch, Milchzeugs und so weiter. Also da ist dann im Teig wahrscheinlich, also der Teig eben, ja, ist aus Ei und Milch gemacht. Deswegen nur diese Mini-Dinger sind vegan und ja, die schmecken auch sehr lecker. Da sind 16 Stück drin. 16 Mini-Frühlingsrollen. Dann, das war's mit den Tiefkühlsachen. Aber immerhin. Dann haben wir einen weißen Rum benötigt. Und zwar hatten die keinen günstigen jetzt von so einer günstigen Marke oder von der Penny-Eigenmarke. Deswegen habe ich den von Bacardi nehmen müssen, diesen weißen Rum. Ja, und zwar für Mojito. Ja, die nächsten Tage ist es jetzt auch wieder warm. Das Wochenende steht vor der Tür und ja, da haben wir mal wieder Lust auf Mojito. Und da verlinke ich euch gerne das klassische Mojito-Rezept. Ich liebe es. In der Infobox habe ich schon abgedreht, ist auch vor einigen Wochen online gegangen. Und ja, genau, dafür wieder weißen Rum. Dann haben wir Zucchini mitgenommen. Bio-Zucchini, 500 Gramm. Je nach Größe sind es manchmal nur 2 oder 3, aber ja, gibt sich ja nichts. Also 500 Gramm sind es ja. Dann, ich verlinke euch gerne Zucchini-Rezepte in der Infobox.
Dann haben die irgendwie so eine XXL-Woche wieder gehabt. Da habe ich aber jetzt nicht viel drum herum geguckt, weil wir haben nicht wirklich was benötigt, außer jetzt die Sachen, die auf der Liste standen. Aber ich habe hier passierte Tomaten mitgenommen, dachte ich mir, kann man immer gebrauchen. Und zwar 1000 Gramm sind das gleich. Die haben ja sonst die Tetra-Packs mit 500 Gramm und hier halt einfach doppelt dann. Hier mit so einem Schraubverschluss auch, perfekt für den Kühlschrank. Da wir jetzt so einen größeren Kühlschrank haben, geht sowas auch besser rein dann zum Kühlen als in dem alten, den wir davor hatten. Also dachte ich mir, ja, passt das. Außerdem zwei Blätterteigrollen wieder. Ja, wenn es mal schnell gehen muss, irgendwie für was Süßes oder so zum Snacken oder was Herzhaftes. Ich verlinke euch mal sowohl süße als auch herzhafte Rezepte in der Infobox. Habe ich schon einiges abgedreht. Wahrscheinlich kennt ihr die ganzen Sachen schon. Apfeltasche, Kirschtasche, Stangen mit Mohn, mit Pudding, mit Nuss und so weiter und auch Zimtschneckenschnelle mit Blätterteig und alles mögliche und auch leckere Pide mit Tomaten und so weiter, mit Kräutern, mit einer leckeren Soße drauf, also gerne mal vorbeischauen. Dann Tomatenmark, einmal, so wie eine Dreierpack Paprika, wir hatten nur rote, ich wollte eigentlich einen bunt gemischten haben, aber ja, wir hatten nur noch so rote, deswegen ja, drei rote. Außerdem ein Basilikumtopf, den habe ich schon drüben auf der Küchenbank stehen. So ein Bio-Basilikumtopf einfach nur. Dann machen wir weiter mit Cashewkernen, ungeröstet. Verwende ich immer zum Pürieren dann im Mixer für leckere Käse, Soßen und alles Mögliche. Oder auch natürlich so zum Snacken. Wir machen weiter mit Limetten, wegen dem Mojito. Limetten. Die sehen jetzt gar nicht mehr so gut aus. Die werden schon so gelblich. Die sind ja normalerweise eigentlich grün, aber guck mal. Die sind schon eher so hellgrün und gehen ins Gelbliche. Müssen also zeitnah gegessen werden, was sich ja jetzt dann gut anbietet eben für den Cocktail. Dann Bio-Zitronen dürfen natürlich auch nie fehlen, deswegen auch Bio-Zitronen. So wie zwei Avocados. Ich glaube, dass die im Angebot waren. Ihr seht den Preis, ja. Ich blende euch den Preis für eine Avocado, also ich blende euch immer den Preis für eins ein, das ist wie Blätterteig, wenn ich euch zwei Blätterteigstangen zeige, seht ihr den Preis für eine Stange und hier Avocado seht ihr jetzt auch den Preis, was eine Avocado gekostet hat. Was habe ich noch? Ach ja, dann haben wir Batterien mitgenommen, das sind schon gar keine mehr übrig und zwar ja, von der Marke Mars, ist das die Penny Eigenmarke, keine Ahnung, auf jeden Fall ja, die AA-Batterien. Seht ihr? Von 8 Stück sind nur noch 2 übrig. Hat mein Lebensgefährte nämlich schon benötigt gestern Abend noch. Dann 3 Dosen. Also ich habe insgesamt 3 Dosen stückige Tomaten wieder benötigt. Geht auch immer schnell weg. Ne? So eine Dose oder 2 Dosen braucht man ja manchmal schon, je nachdem, was man kocht. Dann weiße Riesenchampignons. Die braunen waren leider wieder vergriffen. Ich mag ja lieber die braunen, die waren vergriffen. Deswegen hier diese weißen. Und da gab es einmal kleine weiße Champignons noch und die großen. Dann habe ich jetzt hier die größeren mitgenommen. Gibt und nimmt sich nicht viel, aber ja. Verlinke ich euch auch mal ganz viele Champignon-Rezepte in der Infobox. Dann ganz normal Suppengrün. Muss ich die Folie noch abmachen hier, damit das nicht so schwitzt. Ganz normales Suppengrün mit ja, Karotte, Petersilie, Lauch und Sellerie. Es geht weiter mit Tomaten von Best Moments wieder. Das sind ja die richtig leckeren aromatischen Tomaten. Sind immer schön knackig. Eine Marmelade durfte mit. Ja, habe ich nämlich nicht mehr und die verwende ich. Also ich esse jetzt nicht so Marmeladenbrote oder Semmel, aber zum Backen immer sehr gut. Und zwar wieder von Schwartau, die Sand. Also wo jetzt keine Stückchen oder so drin sind, keine Kernchen. Himbeere. Ja, habe ich nämlich gesehen, als ich jetzt den Kühlschrank eben umgefüllt habe, also umsortiert habe in den neuen, dass bei der Himbeermarmelade, die noch im Kühlschrank war, also eigentlich gar nichts mehr drin war, ein halber Teelöffel und das war's. Deswegen, ja, die wieder mitgenommen für ja, Rezepte, ne, wenn man mal wieder was backt. Dann ein Schwarzbrot, das hat mein Lebensgefährte mitgenommen, der mag das sehr gerne. Wie dieses Hümmlinger Schwarzbrot. Das hält sich auch richtig lang hier. Also das hier hält sich bis 7.2. bis 7. Februar nächsten Jahres. Der Wahnsinn. Natürlich nur, wenn sie zu unverpackt bleibt. Ja, mag das sehr gerne. Ach ja, dann eine Stange Lauch oder auch Porre genannt. Knoblauch habe ich auch wieder benötigt. Ist jetzt kein Bio-Knoblauch, einfach ganz normaler Knoblauch. Und eine riesige
Um Gottes Willen. Oh Gott. Eine riesige Wassermelone. Ja, mal gucken, wie die von innen aussieht. Die sieht sehr, sehr hell aus. Ja gut, hier unten ist sehr hell, weil es ist ja sowieso die Stelle gewesen, wo die eben lag. Ne? Aber auch von oben, wo dann die Sonne quasi drauf geschienen hat, ist sie jetzt nicht ganz, ganz so dunkel. Mal gucken. Ist richtiger, jetzt muss ich die hier hinlegen. Ja, super schwer. 8 Euro habe ich irgendwie im Kopf. Ich blende euch ein, den Preis, ja, seht ihr ja jetzt schon, den Preis pro Kilo dann eben. Dann könnt ihr euch ja ausrechnen, wie viel Kilo die hat, oder ich schreibe es euch auch dazu. Ihr seht es ja, auf jeden Fall 8 Euro am Ende. Dann zweimal, ich habe zwei Packungen, ach ja, und das war es auch schon. Zweimal Rote Beete vakuumiert wieder mitgenommen, also vorgekochte. Verlinke ich euch auch gerne mal Rote Beete Rezepte, leckere Rote Beete Salate auch. Ist ja auch was Schönes jetzt im Sommer noch. Da habe ich auch einen speziellen Salat gemacht, und zwar einen Rote Beete Salat mit Ananas. Einfach Dosenananas sind da reingekommen, und der ist wirklich super tropisch. Also kann man sich nicht vorstellen, dass das vielleicht zusammenpasst. Aber hat wirklich super gepasst, Rote Beete und Ananas. Den habe ich jetzt schon öfter gemacht. Also schaut da gerne vorbei, solange der Sommer noch da ist. Kann man natürlich auch das ganze Jahr über essen, aber für den Sommer ist es wirklich was Schönes, Erfrischendes, Tropisches mit der Ananas da drin. Also auch gerne da vorbeischauen, und ja, das war's jetzt mit dem Food Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst mir gerne ein Abo da. Würde ich mich wirklich sehr drüber freuen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.